Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die Staffel 5. Wie Sie sehen Sie nichts. Neben mir ist der Valkyrie. Grüß dich. Ja, moin moin. Moin moin, also er hilft hier mir gerade die Zombies vom Hals zu halten. Die anderen beiden kommen noch. Wo ist unser Haus? Geplatzt. Wie sieht's denn hier übrigens aus? Ist ja alles schwierig hier. Alles sehr schwierig. Wir sind nur noch mit Steinaxt beschäftigt und ja. Wann haben wir Super. das letzte Mal gespielt? Alpha 91. Achso, natürlich. Der Jack Fleischhammer ist dabei. Danke, hallo, ich wünsche einen schönen guten Entschuldigung. Abend. Ja, ich hab das ein bisschen. Nö, nö, ist ja kein Problem. Aber natürlich auch die Serendipity. Last but not least, die Serendipity. Hallo, ihr Lieben. Ja, wir mussten neu anfangen, ne? Find meinen Herr Rucksack Valkyrie, du nicht. bist ja der Experte für Updates und Kompatibilitäten und du hast schlechte Nachrichten. Ja, wir müssen Wir wirklich schalten leider zurück neu zu anfangen. Valkyrie. Ansonsten kriegen wir nicht die neuen Nacht-Zombies, die es da gibt, diese Feral-Zombies. Da gibt es zwar einen Trick, wie man die trotzdem kriegen kann, aber es sollen in allen Regionen, in denen man gewesen ist, auch nach 5 Tagen weder Tiere noch Zombies spawnen. Genau. Und das wäre natürlich doof, ein Let's Play ohne Zombies. Das wäre, ja, nee. Also ich meine, die Zombies sind ja sowieso wenig gekommen. Das wäre ein Let's Sheet. Ja, wir können Zombies cheaten für euch, aber das wollten wir nicht. Ja, es tut uns ein bisschen laut. Es tut uns laut. Das Haus am See, das mussten wir verlassen. Beziehungsweise, wir sind auf einer neuen Map. Ja, wir sind in der neuen 3, Alpha 93. Heute gerade frisch rausgekommen an einem Montag. Mein Rucksack ist weg. Komm doch einfach zu uns. Nein, da Doch, ist bitte mein Essen. komm. Du hast doch jetzt einen neuen Rucksack auf dem Rücken. Hab ich Ja. nicht. Genau. Nein. Siehst du doch ja auch Jetzt nicht. komm zu uns. Hund! 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 Und? Hund! Schwierig. Und Biene! Wollt ihr mich verarschen? Entschuldigung. Ihr Also merkt. zwei beim Spawn. Stell dich so an. Obwohl Hund ist unangenehm. Da ist Hund, die Biene und ja noch Biene und einfacher. Spucker. Also, wir müssen dazu sagen, wir machen das hier. Es klingt vielleicht alles so leichtfertig, da neu zu starten. Und es ist natürlich ätzend nach. Ich weiß jetzt Ach, gar nicht, wie viele schwierig. Folgen hatten wir. 12 Folgen. Wieder neu zu starten ist eigentlich nicht unser Ding. Aber wenn jetzt die Zombies nicht dabei sind, das macht. Also, wir haben dann lange überlegt, was machen wir, resetten wir und. Tja. Aber ist Wir es denn hatten da nicht ja Staffel wirklich. 6? Weil Staffel 5 dann oder Nee, Staffel das bleibt Staffel 5. 5 2.0? Also ich sehe Staffel 5 als Random Du bist so Generated Server steuert. an. Also das. Also, vor allem, wir hatten ja wirklich schon ein schönes großes Haus da mit den. Ja, Ne? das schöne Dingsi-Haus. Hunde können nicht Dingsi-Haus. schwimmen, ne? Bei mir ist mittlerweile alles Hunde folgen dir durchs Wasser. Alles. Die Der laufen kommt mit auf dem der Grund Hand. entlang. Ich glaube, die laufen auf dem Nein, Grund aber. pack mir den voll jetzt. Weißt du, was sie gefixt haben? Den Was? Fokus von der Maus im Inventar. Oh mein Gott. Ach echt? Oh, Ja. das ist gut. Was haben sie gefixt? Naja, das war doch so. Ich habe uns mal viel Schla ich habe uns übrigens ich mache uns 4 Schlafsäcke. Ihr braucht die nicht herstellen. Wasser. Wollen wir in dem Haus hier die ersten noch überleben und so ein bisschen Grundlagen sammeln und so weiter? Oder? Können wir machen. Weil ich meine, die Nacht, Bei ja Seele und genau. Deppe Wir haben noch eine Ja. Neuerung. Eigentlich wird es in Staffel 6 werden, aber so schnell starten wir natürlich nicht in Staffel 6, das ist Quatsch. Wir haben auch die Zeit kürzer gestellt. Wir sind jetzt beim Tag bei 40 Minuten und 30% davon sind Nacht. Das soll uns einfach, ja. Bist du oben? Wo bist du? Ich bin ja im ersten Stock und Ist mein Rucksack, aber pack uns hier gerade frei. Wir wollen nicht Bretter. Cool. Na gut, dann müssen wir die Dann Treppe können wir hier irgendwie vielleicht die sichern. Betten hinlegen, oder? Also das Absolut. Bett davon habe ich schon aufgenommen und hingestellt gerade wieder. Da Ist gut. ist mein Rucksack, aber Ja, dann stellen wir die hinten rein. Aber die Leiche muss hier weg. Ich will Der hier nicht neben verarscht mich Ach doch geil. hier. Alles cool. Will nicht neben der Leiche pennen, habe ich keinen Bock drauf. Echt nicht? Okay, nee. na gut. Ja. Ich meine, Ja. Boah, Geräusch. jetzt will ich gar nicht mehr hier schlafen. Oh Gott. Jetzt der Oh, Klatsch. Bücher. Nee, also macht das so ein komisches Geräusch. Ich habe Bücher dabei. Was haben wir denn hier? Das Urban Voll. Combat Book. Bist am Verhungern, aber gebildet, ne? Ja, genau. Was sind die anderen beiden? Wo seid ihr? Unterwegs. Das Haus ist Ich komisch hau gerade geformt einen hier, ne? Baum. Mit der Treppe oben. Es ist, Baum sind bei uns genügend. Kommt doch erstmal zu uns. Ja, hier sind auch ganz viele Bäume. Ja, aber wir wollen uns ja treffen, um gemeinsam zu Ja, aber. spielen. Wollen wir das? Oh mein Gott, ich glaube nicht. Was ist denn mit der Frau schon wieder los? Weiß Erfahrungsgemäß würde ich sagen, wir brauchen was zu essen. Also, ich bin ja auch schon neu angefangen, oder musste ich ja. Und du findest irgendwie kaum noch Dosen in den Küchen. Also ich Okay. habe in 3 Häusern, die bei mir nebeneinander waren, gammlige 3 Dosen gefunden. Ich Ist habe jetzt. ein grünes Sandwich Bist du gefunden. im Nachbarhaus? In einem Noch nicht. Müllbeutel.
Aber du hast ein grünes Sandwich gefunden, also ein verschimmeltes. Es gibt ja ein neues, das heißt irgendwie Schämsandwich. Das ist neu, wenn du das isst, kriegst du aber, bewahrst dir auch, bevor du stirbst, kannst du es nehmen, aber vorher würde ich es nicht essen. Noch sterbe ich nicht, ich habe noch ein bisschen. Das ist nämlich eine Diarrhö. Nee, die Lebensmittelvergiftung davon. Ach so. Kostet dir dann, glaube ich, Leben und Ausdauer. Ich weiß nicht, wie man die wegkriegt. So, ich sammle, falls ich meine Gehirnsachen. Hier war ich schon. Aber ich sehe auch nichts Aufregendes in der Nähe, gell, von diesen Hütten. Oh, seit wann leuchten denn die Laternen draußen neben der Tür? Boah, Mann, fei. Oh. Ich gucke mich hier schon die ganze Zeit über ängstlich um, weil irgendwo habe ich Schritte gehört und dann weiß man nicht, wer das ist. Und dann kommt Minias hier die Treppe hoch, ey. Ja, das kann schon erschrecken. Ihr seid voll im Zombie-Survival-Fieber, ne? du? Ja. Bist du bei Fußball oder was? Nee, ja. Ja, ich hab so nebenbei ja was zu laufen, weißt du? Ja. Ist mir echt zu langweilig. CSGO nebenbei. Ja, genau. Sag mal, mit dem Brett hier stimmt doch was nicht, oder? Naja, jetzt muss erst mal der Mann kommen, dann geht auch so ein Brett kaputt. Willst du das Bücherregal hier Spucker nehmen? Eine gute Jagdgeschichte. Es gab übrigens die Anfrage, das habe ich in den Kommentaren gelesen, ob hinter Bildern Tresore sind. Nein, habe ich gerade bewiesen. Oh. Ich habe 2 Short Metal Iron Pipes oder wie auch immer die Dinger. Ja, ich habe auch eine, also einen Ofen kriegen wir hin. Da ist ein Köter, ich komm. Achso, ja, ich habe auch eine, aber ich habe ein Klo auseinandergenommen, da liegt ja immer eine drin. Für alle, die jetzt zum ersten Mal hier einschalten, Short Metal Pipe, die Grundlage des Überlebens. Ja. Also jaul neben der doch, Steinachs. Ist mir wurscht. Stirb, du Drecksack. Dankeschön. Ach, du bist ja schon drin. Bitteschön. Dankeschön. Ich bin von da aus weitergegangen. Oh, da kommt noch was. Wo bleiben die anderen beiden? Ich war eigentlich schon unterwegs. Überleben. Ja, ich bin unterwegs. Hier ist noch ein Bett, falls du noch hier statt Schlafsack. Ich habe 4 Schlafsäcke gemacht. Ach so, hast du schon. Und wohl gehen die schneller, die scheiß Zombie-Fuzzis hier. Hast du ihr heute eine Aggressionspille gegeben? Oder? Nee, die ist so. Oder nicht, oder kein Ritalin. Ja. Genau, ich bin auf Entzug. Dreckstück. Haben wir den schon gehabt? Ja. Den muss ich nicht. Ich wollte nicht drücken. So. Oh, man kann unter den Rock gucken, das ist natürlich auch bitter. Ich rieche, was habe ich da mitgenommen, dass ich rieche? Ach, ja. Raw Pork. Ja, habe ich auch. Ach, egal. Willst du mir das geben dann? Weil ich habe. Du riechst eh schon, meinst du? Skinned Rabbit habe ich hier. Ich sammle mal Steine, dass wir ein Campfire machen können. Vielleicht sagt noch mal jeder was dazu, dass wir jetzt neu starten. Was? Schlimm? Nö, ach. Egal. Ach, war doch eh nicht los. Neues Spiel, neues Glück. Gott, Hussi, jetzt hast du gekriegt, was. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich meine, wir wollten halt Zombies haben und es gab anscheinend keine andere Möglichkeit. Oh, hier waren 2 gehabt. Oh, da war eine, was war denn da drin? Eine Hose. Und ein. Also die Stadt ist hier direkt in der Nähe bei euch, ne? Die große. Die große? Ja, die große Stadt dürfte da vorne in dem verbrannten Biom sein. Kommt da noch so ein fettes Zombie-Vieh, Alter. Liegt man auch nicht hin, ne? Können wir uns jetzt treffen, bitte? Ich bin unterwegs doch, Mensch. Ist doch jetzt nicht so, dass du jetzt nebenan wohnst. Nee, das war auch nicht an dich. Kumpel. Merkt noch wieder, die Frau will wieder shoppen gehen in der großen Stadt. Hat sie gerade gehört, weißt du, Kaufhaus. Mach wieder Müll leer, mein Gott. Ich muss doch den Müll durchspülen. Hab jetzt ja sonst nichts. Geh den Kopf. Ich glaube, ich lege mir mal sicherheitshalber einen Schlafsack da oben, neben Valkyrie. Na, wie sieht's aus bei dir? Alles gut soweit? Ein bisschen Blatt. Mann, ich bin was. Hallo? Boah, was mache ich denn hier? Ich bin so doof zum Tippen. Danke, Campfire. Gib mir mehr Federn. Spiel. Mehr Federn. Ja, das steht hier auch mit auf dem Plan. Was? Nikis und. Ah! Oh, der weiß. Oh, tut mir leid, entspann dich. Kann leicht den Kopf ziehen. So, ich hack jetzt hier so einen Baum ein. Dann mache ich uns mal eine Kiste. Oh, ich sterbe. Gut, das ist gut. Gute Nacht. Wie gesagt, ich habe ein Campfire, das kann ich dann aufstellen. Ja, mach ich oben. Dann müssen wir nur gucken, wie wir die Tür sichern. Boah, willst du mich verarschen? Ach, wieder von vorne. Naja, was soll's. Was passiert denn, wenn ich rohe Eier esse? Salmonellenvergiftung. Kriegst du auch eine Lebensmittelvergiftung. Wieso kann ich denn nicht. Ah, Crafting, okay.
Steht, müsste aber auch im Tooltip, glaube ich, zu den Eiern stehen. Keine Ahnung, ich esse es jetzt. Mehr als sterben kann ich ja nicht so. Ja, Skin, hast du nichts? Nee, nicht? Nee, nee, ich habe gar nichts. Ich habe es auch verloren und meinen Rucksack konnte ich eben nicht finden. Dann ess doch gelbe Blumen. Kannst du gelbe Blumen essen? Ja, oder Baumwolle. Also, ist es, Bear Grylls könnte jetzt hier so ja die Rinde von den Bäumen essen und würde überleben. Ach, du verarschst mich doch, du Blödarsch. Aber ich versuch's auch noch. Also, hallo, verarsche ist ja wohl was anderes. Ja. Wie hast du jetzt probiert? Nein, habe ich nicht. Okay. Ich werde es mir anschauen. Jackie, bist du da? Nein, das bin ich nicht. Ah, Jackie, hallo. Geh weg. Ich bin paranoid. Der ist leer. So, da vorne, geradeaus, das sind die beiden Häuser. In ja, hab schon gesehen. Ich bin gleich tot. Du hast nicht zufällig Antibiotikum gefunden? Zufällig nein, nicht. Hier ist ein Zombie gerade disappeared. Eine weiße Pille gefunden. Empty Bird Nest, nicht drin. Versteht's? Okay, okay, Schwestern zu mir. Och, hab ich mich erschreckt. Bist du tot? Nö, war nix, bestimmt. Also in der gelben Blume stand eine rote Blume. Ich lerne ja auch irgendwann mal dazu und dann denke ich mir auch, da wird wohl nichts gewesen sein. Seit wann gibt's denn Rotting Flash? Gibt's das schon immer? Ja. In den Hunden. Ach, das waren Hunde, ich habe auch gibt's mittlerweile auch in den Zombies, dafür lassen die auch keine anderen Lebensmittel mehr droppen. Oh, ich hab ein Bild mitgenommen, das ist auch schon mal gut. Ich habe eine Tasche gefunden. Eine Tasche. Ein Sportsbag. Mit einem Wasser. Ein Wasser für mich. So. Bild und Kiste sind gesetzt, die Grundlagen des Spiels sind ja geschaffen. So, was machen wir jetzt als nächstes? Bauen wir uns ein... Nee, ich dachte, dass wir uns erstmal alle ausrüsten, dass wir halt losziehen können, dann suchen wir uns eine schöne Stelle hier. Nur, dass wir halt hier schon mal eine Basis haben, wo uns ja, alle wir müssen nach dem uns Tod aber eine treffen Axt, können. Wir sollten eine Axt uns machen können oder um so. Essen kümmern, sonst ja, dann ist es gar nicht großartig. Zombies essen macht keinen Sinn. Ja, dann ich habe zwei Honig hier und ich habe rohes Fleisch hier drin liegen, eins. Ja, aber macht das nicht vielleicht Sinn, wenn wir uns eine Pickaxe oder eine Dix-Axe. Ja, ne? ja, machen wir. Die Grundlagen, damit wir losziehen können, um uns eine bessere Basis zu suchen. Hörte sich nicht so an, es tut mir leid. Entschuldigung. Ja, macht ja nichts, wir konnten ja drüber reden und die Indifferenzen ausräumen. Schwie, schwa, schwu. Schwu, lala. So, jetzt hau ich mir die Chili rein. Das habt ihr jetzt also ich davon. Bin aus dem Drumroom um your house. Sehr gut. Kommst du mal ins Haus und gehst mal einen Stock hoch, da liegt ein Schlafsack, falls dich hier reißen sollte. Das könnte so ja passieren, aber ich hab nur. Ja. Geh mal hier ins Haus rein und rechts hoch. Und dann oben, wenn du reinkommst, ins. Ich würde aber gerne in einem anderen Haus wohnen. Das jetzt komm mit, Spinner. Okay. Hier ist auch ein großer Fernseher drin, ist doch was. Guck ist mal hier. Ekelhaft, wenn du über die Leichen läufst, matscht es. Ja, deine Kiste sind Schlafsäcke, kannst du mal einen hinlegen. Das große Bett gehört der Dame des Hauses. Ich hab mal einsortiert, ein bisschen. Ja gut, dann gehe ich jetzt, bis der Dipti da ist, sag ich jetzt ein bisschen Grundmaterial, ja, dass wir an Eisenerz kommen. Ja gut, Nacht. Okay. Gut. Und dann sammle ich gelbe Blumen und dann hole ich mit den 5 leeren Gläsern, die da oben sind, was zu trinken. Ich versuche mal was zu essen zu kriegen. Also ich habe hier noch ein Old Sandwich, halt noch am Start, falls da jemand Bock hat. Ja gut, die sind recht würzig durch die Zeit der Verrottung, ne? Eben. Danke, hatte ich eben, hat dafür gesorgt, dass ich sterbe. Ah ja, okay. Und Pitti Platsch, wie sieht's aus? Kommst du in unsere Richtung? Jo. War eben auch schon auf dem Weg in eure Richtung, aber... Da man hat dich nicht gelassen. Richtig. Es ist auch, dieses Spiel ist einfach schwierig. Ja, ist echt gemein. So. Ich habe übrigens dieses Wort schwierig, das ist so, ich werde noch im Sterbebett liegen. Schwierig, ich will nicht sterben, schwierig. Mich hat jemand drum gebeten, ich soll doch bitte die Entstehungsgeschichte von schwierig erklären. In so meinem 4000er-Special. Oder? Übrigens herzlichen Dank schon mal, jetzt. Ah. Was denn? Nee, ich höre über Podcasts und dann sagen die, das ist ganz schön schwierig. Dann denke ich, ey, Nachmacher. Ne? Ihr guckt doch unsere Let's Plays. Ja, absolut. Wo sind denn hier... Braucht er nur einen Stick, eine Fieber und der Ding. Ich wünsche mir die Serendipity her. Es wird mich langsam dunkel. Ja, ich bin schon auf dem Weg. 15 Uhr. Kommen Sie jetzt. Es wird schwierig. Soll ich dich navigieren oder bist du sicher, dass nee, du richtig läufst? Ich hab dich getrackt. Ah, oh. Kriegst du schon hin. Ganz neu bin ich in dem Spiel ja auch nicht. Ja, sie ist auch schon ganz schön nah.
Aber wenn du stirbst, kommst du ja nicht daraus, wo du vorher warst, ne? Ich war nämlich weiter weg. Stimmt. Was ist denn das hier? Ein Sumpf. Deswegen ist wichtig, ich glaube, wir haben jetzt alle einen Schlafsack bis auf Pittiplatsch. Korrekt. Das ist doch schon mal gut. Wenn einer sterben sollte, können wir nun um ihn trauern an seinem Bett. Wo ist das Schwein hin? Ja, ein Beaker. Super. Sehr cool. Hast du Potassium? Cool. Hast du auch, ne? Hast du schon? Bestimmt. Jo, habe ich. Willst du haben? Ja, ich komme mal zu dir, weil dann... ich bin ja infiziert. Hallo. Dann kann ich mir nämlich ein Antibiotikum herstellen. Sehr cool. Ich bin da. Ich pack's oben in die Kiste. Ah, falsches Haus, Mist. Ich versuche mein Schwein auf den Weg aufzutreiben. Da hinten sehe ich eins laufen, aber da muss ich mir erstmal eine Armbrust machen. Wo, an der Straße? Kannst du so auch nicht sagen, ne? Ich habe nämlich eine Armbrust. Ja, ich packe jetzt das, was ich schon gefunden habe, packe ich. Oh, das Sandwich, das Grüne sieht ja geil aus. Hier. Ist das Schwein an der Straße oder? Irgendjemand ist an der Straße. Ich habe ein Schwein erledigt. Okay, sieht so aus. Okay, bitte? Das ist gut. Nein, du siehst nicht aus wie ein Schwein, das wollte ich damit nicht sagen. Ist schon so, dass du vorbeikommst. So, alles abgelegt. Oh, ich brauche eine zweite Pickaxe. Mache ich mir jetzt gerade mal. Die Pickaxe, wie heißt das? Stone Axe, oder wie heißt das Ding? Bin ich blöd? Stone Axe, ja, richtig. Siehst du, Minas lernt, aber langsam. Ne? Ja, es kommt ja immer wieder. Hast du nicht gelernt? Nee, hab ich nicht gelernt, nee. Ich liebe ja diese Spiele. Seven Days to Die ist wirklich, also jetzt mal global gesehen, auch gerade, also jetzt Early Access natürlich weit abgeschlagen von allen anderen Titeln. Aber auch so spielerisch kann man so viel machen. Ich hatte ja schon überlegt, das kommt wahrscheinlich, kriegt man es jetzt in den Kommentaren auf dem Brot geschmiert. Man müsste mal, das müssen wir bei einer anderen Serie machen, so auf PvP-Servern gehen. Ich habe das bei Frankie und PC, habt ihr den gesehen, der Seven Days to Die ausprobiert Folge, hat? Ja, irgendwie, also fand ich eigentlich nicht schlecht. Also wenn man da in einer kleinen Gruppe auf einen PvP-Server gehen würde. Ja. Rede weiter, ich bin ganz froh. Und dann da sich versucht zu verteidigen gegen andere, als gerade durch die Anti-Cheat-Software, könnte man eventuell... Könnte spannend werden. Also ich würde jetzt ungern, also ich würde da eine zweite Reihe draus machen aus dem PvP, weil ich weiß nicht, wie einem das Spaß macht und ich finde diesen Aufbaupart, wie wir ihn hier spielen, auch sehr spannend eigentlich. Nur wir kommen ja zu nichts, wir fangen ja ständig neu an. Nee, aber so ein PvP-Faktor wäre schon auch cool. Absolut. Also auch sich einfach gegen andere zu verteidigen oder halt Freundschaft zu schließen auf dem Server. Und vor allen Dingen, das Schöne ist ja, wenn wir auf so einem PvP-Server sind und da kommen dann so ein paar Leute und machen uns womöglich Platz und reißen das alles ab, was wir aufgebaut haben, dann können wir einfach mal die IP veröffentlichen und unsere Abonnenten klären das, ne? Ja, das wäre eine sehr gute Idee. Ja. Das wäre doch mal eine geile Aktion. Das gut, ja. Ich bringe meine Freunde mit, ja, dann komm doch. Oh, ihr sprengt. Und dann poppen da aber so 35.000 Leute auf den Server. Und dann holen wir die Hirnschutz-Zockt-Army. Ja, genau. Ja, die wollen jetzt, die Abonnenten wollen das jetzt. Ich weiß das jetzt schon. Ich lese schon die Kommentare gerade im Geiste. Du liest es schon, ne? Ja, die wollen mit. Ich bringe Hirsch mit. Aber wir sagen gleich, das wird dann extra. Oh, Mist. Fuck, ich bin gestunt. Das sagen wir gleich extra nochmal. Okay, so verabschieden wir uns dann nachher. Nein. Oh, Mist, fuck, ich bin gestunt, oder? So war's. Oh, fuck, ich Mist. Das ist ein neues T-Shirt. Neben schwierig. Ich brauche zu essen, Mann, ich sterbe sonst. Ja, ich habe 10 Hirsch mit. Ja, nee, 5. Soll ich Campfire oben schon mal vorbereiten? Ich habe Campfire dabei. Also okay, prima. Müsst du nur mal zurückkommen und es aufstellen. Das mache ich jetzt auch mal. Musst du weg. Ja, aber wir brauchen noch mehr Short Iron Pipes, oder? Die für einen Grill. Cooking Grill. Oh, cool, wir haben Wasser direkt im Hinterhof. Perfekt. Ja, aber hier ist auch ein See gleich nebenan. Wie viele Iron Pipes hat ihr dabei? Also ich habe oben eine reingelegt. Weiß nicht, 3 habe ich. Ja, wir brauchen nochmal 3. Wofür? Was machst du denn da? Ein Grill oder willst du kochen? Hä? Ach so, okay. Das Fleisch kochen? Fragezeichen? Nee, die klemme ich mir im Zweifelsfall eben an Sticky. Also wir können die auch mit einem Sticky grillen. Ach du, echt jetzt? Ja, ich habe doch eine... Wurde meine Kochfolge erwähnt? Oh, Schwein hier. Es kommt ein Schwein aus dem rechten Haus gerade raus. Jetzt geht das ist Fleischhammer. Achso, nee, ist ja nicht. Nein, jetzt geht das Schwein ins andere Haus rein. Wo ist denn das Schwein hin? An zwei Sticks. Kannst du mir mal kurz erklären, wie es geht? Einfach nur Sticks statt Kochtopf nehmen. Einfach nur den Stick da reinpacken, wo du sonst den Kochtopf reinpackst.
Und das Fleisch ist nicht schlechter, auch wenn es scheiße aussieht. Es riecht nur mehr, aber wenn du damit nicht draußen auf der Straße durch die Gegend rennst, kommst du egal. Es sind Zombies um unsere Umgebung. Ist halt nicht schlechter dadurch. Ey, du mit Schweinen habe ich immer so mein Problem, glaube ich. Also ich habe, wenn du keine Ausdauer hast, hast du auch kaum Schaden. Das ist echt schwierig. Ich krieg das Schwein nicht. Wo ist der Dibidi? Das ist viel wichtiger. Ich bin in der Nähe. Sieht doch super aus. Komm, was wie Leber. Du einen Schlafsack legen kannst. Dieses Graue, ja, was du da rausgeholt hast. Aber wie gesagt, das, also vom reinen Nahrungswert ist es genauso gut. Es riecht halt nur mehr. Boah, hast also du den gerade erlegt? Ja. Sexy, oder? Ich bin ja. Ich vibriere gerade. Kannst du, komm mal rein, leg dir mal einen Schlafsack oben in den ersten Stock hier rein. Okay, Feuer ist sonst noch rechts. Ein bisschen was zu essen. Dann rechts. Fresh. Fresh. Ich loot mal den draußen, weil ich glaube, oder hast du den gerade gelootet auf der Straße? Wo ist denn mein? Nein, den habe ich nicht gelootet. Ach, hier ist einer drin, Mann. Ihr seid ja auch geil. Ich sag doch, hier ist doch irgendwo was. Wo, bei uns oben aber nicht. Nee, unten war was. So, das heißt doch, wenn man die Zombies hier ausräumt, dann ist erstmal Frieden. Die habe ich gelootet, die habe ich gerade gelootet. Ich hole mal mir gerade in den Gläsern ein bisschen Wasser, dann können wir die schon mal eindampfen. Ja, ich habe gerade ein zweites Campfire gestellt und ich muss mal hier, Moment, ich räume hier gerade. Ja, räum du das mal aus. Dann können wir hier links mal ist auch noch eine Box. Das Wasser einkochen. Und falls jemand Speck hat, ne, dann können wir hier Rührei machen. Das klingt, also das ist im Weltkreis Sinne. Oder? Nicht? Doch. Ja, aber ich habe gesagt, ich habe nur Venison und einen Rabbit und ach so, der. Okay. Ich habe halt 7 Eier gefunden. Das Pork habe ich. Ja, 7 Eier habe ich auch. Kann ich kurz an die Kiste? Nein, ich räume gerade aus. So. Lass mich doch ganz kurz dran, dass ich noch die Gläser holen kann. Alter, kurz vor 6. Hier, so, dann geh. Ja, aber kurz vor 6, wir brauchen noch mehr. Hast du das Potassium irgendwo? Ah, okay, hast du. Also, als allererstes, bevor es Nacht wird, sollten wir das Haus absichern. Sonst haben wir in der Nacht wahrscheinlich Spaß, wenn die Treppe hochgerannt kommen. Ja, als allererstes, um 18 Uhr. Ja, aber die Zeit ist ja schneller. Ja. Das ist Kritik gewesen. Es ist spät. Ja, dann Türen vorne rein, am besten Doppeltüren und nur Türen Treppenaufgang. Oder? Los. Oder können wir Türen so setzen? Geht das mittlerweile? Früher ging es nicht, weiß ich. Gut, dann nochmal schnell Holz hacken. Hier, Valkyrie. Ja. Ich packe in die rechte Kiste jetzt Wassergläser, 6 Stück. Kannst du auch ins Campfire packen. Ah, das ist schon was drin. Aber ich habe Angst davor, vor dem Gläserback. Ah, nee, ist schon alles gut. Was ist denn der Gläserback? Wichtig ist auf Kochen drücken, ne? Haben wir mal gehört. Ja. Ganz schlaue Leute. Der kocht aber. Man sieht zwar den roten Balken nur sehr schwer, aber er kocht. Was braucht ihr denn? Was soll ich denn machen? Oh, ist schon Wasser fertig? Brauchen wir was zu trinken? Ja. Ich nehme mal ganz kurz die 3 hier raus und pack die dann. Ne, ich behalte die. Ich fange mal an, unsere Kiste ein bisschen aufzuräumen. Ne? Das klingt. Irgendwie sind wir gut durchorganisiert mittlerweile. Also. Na, hier hat jeder seine Aufgaben. Ja, ich habe jetzt noch den Baum in der Tür. Ich würde mal alles, was mit Metall und Waffen zu tun hat, in die linke Kiste packen. Jo. Müssen ja einen guten Start haben, um uns hier in der Umgebung einen idealen Bauplatz für eine schicke Hütte zu suchen. Ja. Und einen Dachgarten. Ach, und sag mal, könnt ihr Messing vielleicht mal, bevor wir da ganz viele Einzelmessingteile haben, irgendwo so, einfach umwandeln, bevor ihr das macht? Ja, mach ich nicht, das war ich. Er hat mich gestresst, der Kerl. Und da muss ich ihr recht geben. Ich verstehe nicht, wen sie meint. Ich habe gestresst. Ich habe gesagt, gebe das der. Wer stirbt hier? Ich. Was ist mit dir los? Was ist mit dir los? Hab nichts zu essen. Was ist denn los mit dir? Dann oben in der Kiste ist doch. Immer ist hoch und ess was. Sollt ihr aus der Kiste raus? Ja, hat noch jemand eine Short Iron Pipe, dann könnte ich einen Cooking Grill machen. Leider nein, nicht. Schade. Wenn wir einen Ofen hätten, dann könnten wir einschmelzen. Ich habe ja oben ein bisschen was an Material eingelegt. Ja, aber eingelegt. Wenn ich jetzt das Schinkendings hier esse, kriege ich schon wieder eine Vergiftung. Nee, der Valkyrie war doch was am Kochen. Ja, hier sind 2 Charred Pork in der mittleren Kiste. Da kannst du dir eins rausnehmen hier oder beide. Also wir machen hier oben eine Tür rein, würde ich sagen. Oder so ein hässliches graues Fleisch, das kannst du beruhigt essen. Ah, okay, das habe ich nicht als Essen erkannt. Nee, das erkennt man auch nicht wirklich als Essen, muss ich sagen, das stimmt. So, Secure Wood Door, mach ich doch mal eine, wa? Oh, dass man das Crafting-Menü global durchsuchen kann, also...
Zucker. Ich lege hier nochmal ein bisschen Holz rein. Ich habe jetzt leider kein rohes Holz. Also sind denn diese Sandwiches es wert, sie mitzunehmen? Ich sag mal, bevor du stirbst, kannst du es dann ja vielleicht essen. Ich weiß aber echt nicht, wie du diesen Debuff echt kriegst. Ne? Volker, kannst du mal testen, ob die oder einer von euch für die Tür hier oben aufkriegt? Antibiotika. Ja, wo ist mein Schlafsack? Ich habe immer noch keinen Schlafsack gesehen. In der Kiste liegen die fertigen. Okay, mein Antibiotikum braucht noch. Sag mal, müsste die Folge nicht bald mal rum sein? Ja, die Folge ist gleich zu Ende. Aber wir brauchen noch eine Tür und dann sind wir sicher hier in der Hütte. Einigermaßen. Ja, ich wollte ja auch gar nicht hetzen. Ich wundere mich nicht, dass wir hier. Ja, wir sind so 25. Drei in einer haben oder sowas. Was ist der erste Start? Was ist ja, ist ja okay. Da merke ich auch nicht. Aber ich gucke gerade so, weil 19 Uhr schon. Ich denke mir, wird ja gleich dunkel hier, ne? Deshalb. Ich mache nochmal Wooden Frame. Fuck, ich habe gar nicht. Doch, ich habe genügend. Ich würde gerne die Löcher unten noch flicken, dass sie hier nicht durch die Wände durchkommen. Ich sammle nochmal Steine ein, dass wir noch eine Forge machen können. Oder haben wir ja schon. Ich sammle gerade Steine. Ich bin draußen, sammle schon Steine. Dann sammle ich Steine. Habe ich auch noch. 62 habe ich. Ja, dann gut, dann kannst du eine Forge machen. Dann sammle ich Steine für Pfeile. Fertig. Nee, ich bin gerade was anderes am Craften. Ich würde die in die linke Box tun zu dem Baumaterial. Ich bin draußen. Also du kannst dich da oben gerne austoben. Ich bin vor der Tür. Hin? Nee, ich wollte die Löcher in der Tür zumachen. Verstehen Sie? Die Löcher in der Wände nicht, Idiot. Ja, die Forge können wir auch nachts aufstellen. Ja. Wer stimmt denn da? Ich habe keine Ausdauer mehr. So. Dann machen wir am besten, soll ich den Bereich zur Tür, zur Küche hinten einfach verschließen, dass die da nicht durchkommen? Ja, auch Doppeltür irgendwie. Das sieht ja romantisch aus, wenn da der Baum zusammenfällt. Also den einen Bereich mache ich komplett zu mit Wooden-Dings. Ihr Lieben, wir sind so langsam, ne? Die Nacht bricht an und es wird spannend. Also das finde ich finde das vielleicht gar nicht so schlecht mit der Taglaufzeit. Erstmal kommen die Horden schneller, weil ich glaube am siebten Tag geht es zum ersten Mal los. Ja. Und grundlegend finde ich es gar nicht so schlecht, weil wir dann auch ein bisschen Nacht haben und das haben wir ja seltener gehabt in den Aufnahmen sonst. Ne? Ja. Guti, das stimmt. Wir bereiten uns auf die Nacht vor. Wir haben 19.30 Uhr, wir sind am Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr nicht ganz so traurig seid über den Neustart und euch genauso drauf freut wie wir, was wir hier alles erleben werden in dieser neuen Welt, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr nicht wollt, dass ich sterbe, gebt uns einen Daumen hoch. Ich sterbe nämlich gerade. Das ist nur Antibiotika, wir haben nichts zu fressen da. Was mache ich jetzt? Ja. Denkt dran, ihr könnt das mit den Daumen beeinflussen. Ne? Ich denke dran. Genau. Sehr gut. Das verkohlte, ja. Ah, super, ich werde überleben. Gut. Oh, Scheiße, echt. Wir sehen uns übermorgen wieder zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Hoffentlich bilden wir noch ein paar Grundlagen und dann schauen wir uns hier in der Umgebung mal um. Vielleicht finden wir einen richtig geilen Bauplatz. Ja. Aber erstmal werden wir hier überleben. Dann, bis übermorgen. Oder macht's gut, nicht. Bis dahin. Ja, oder auch nicht. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Tschüss.